Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge FIFA 15, der Karrieremodus mit dem FC Everton. Heute hier im Part Nr. 37 an diesem Dienstag, den 31. März 2015 und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier heute vor dem 21. Spieltag der Barclays Premier League mit der Partie gegen WBA, gegen West Bromwich Albion. Und dann hoffen wir doch mal, dass es einfach eine gute Partie wird. Wir haben jetzt im letzten Part einige interessante Neuzugänge verpflichten können. Wie zum Beispiel den guten... Wo ist er denn? Hier. Den guten Timon Wellenreuter, Andreas Beck, den wir geholt haben. Barclay, der heute mal für Fred anfangen darf. Würde mir eher gefallen, Hani Mukhtar wird auf die Bank kommen. Ansonsten haben wir alles zuvor eingestellt. Paulsen bekommt heute mal die Komplettpause draußen. Wir haben noch Davy Selke, der neu da ist. Möglicherweise sein Comeback feiern wird und Jabo wird heute reinkommen hier. Und dann gehen wir in die Partie rein. Und hoffen einfach mal auf eine spannende Partie hier heute. Sehen Sie auf jeden Fall Glasche, spielen hier in dem Trikot, die in Rot. Regen, nein, danke. Und dann gehen wir, wie gesagt, hier rein in die Partie. Und hoffen einfach mal, dass das für uns heute eine interessante Partie hier wird. Danach werden wir dann schauen, ob der ein oder andere neue Transfer noch möglich ist, ob da noch der ein oder andere kommen wird. Werden wir sehen jetzt hier im Silber-Level. Mal gucken, ob wir komplett durchkommen. Nee, leider nicht. So, 10.400 Punkte. Oh Gott, ganz knapp. Naja, kriegen wir beim nächsten Mal hin und dann würde ich sagen, gehen wir rein jetzt in die Partie. Barclays Premier League, 21. Spieltag, Everton gegen West Brom. Und Entschuldigung nochmal gestern für meine Leistung im Spiel gegen Burnley. War wirklich eine Katastrophe, aber wie gesagt, es ist ein Heimspiel gewesen. West Brom 16. Wir 8. mit 29 Punkten. Haben jetzt durch den Sieg die Möglichkeit, nach oben zu springen. Sehen hier den Mannschaftskapitän Leighton Baines und ich musste gerade was trinken, weil meine Stimme schon ein bisschen halsig war, so das Gefühl hatte, so ein bisschen Halsschmerzen zu haben, aber ich bin wieder fit, hatte jetzt die erste Woche, letzte Woche schon vor mir, mein Sommersemester hat angefangen, von daher versuche ich da mein Bestes, werde halt auch gucken, dass ich dann immer am Wochenende für euch vorproduziere, damit ihr, wie gesagt, für die Woche versorgt seid. Sehen hier beide Mannschaften beim Shake Hands. Sehen Sie hier West Brom mit der Aufstellung. Foster, Gamboa, Lescott, Kerbat, Pocognoli, Sessegnon, Gardner, Molumbo, Brandt, Idie und Anni Schäbe. Sehen Saido Berrachino auf der Bank. Und hier sehen wir Craig Gardner. Im Spielstand vom lieben Schnupfmann wurde er ja, glaube ich, geholt damals. Im FM13. Und hier sehen wir auf jeden Fall einen von uns und den Referee der heutigen Partie. Der, keine Ahnung wie er heißt. Jonathan Moss, okay. So, Martial mit dem Anstoß. Ach, Martial war's. Jelavic abgeblockt. So, Jabo wird hier einfach mal umgelegt und es gibt hier gar nichts. Und es heißt, er muss raus. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr hier. Normalerweise würde ich jetzt sagen, blödes Spiel. Aber es kann natürlich passieren. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Oh, den Ball hätte es doch einfach auch annehmen können.
Puh. Nicht schlecht die Chance, leider neben den Kasten. Aber erste gute Möglichkeit hier für den Franzosen. In der 7. Minute. Hätte die Führung sein können, sogar müssen. Und dann hätten wir hier von Anfang an ein wesentlich ruhigeres Spiel haben können. Oh Mann, gegen Mulumbu. So. Och, geil, Mann. Der ein Angebot jetzt bekommen hat von Sampdoria Genua. Aber die Ablösesumme ist sowas von lächerlich, weil wir haben so viel für ihn investiert. Und wir haben den nächsten Verletzten. Ross Barkley. Das darf doch allmählich nicht sein hier. Favoriten sterben schon relativ früh. Wird halt Terni Mukhtar reinkommen. Ah, okay. So, kriegen wir Abstoß. Und müssen leider schon wieder wechseln. Hier sehen wir jetzt den Schussversuch hier von Anthony Martial. Sehen es hier leider deutlich neben den Kasten. Ulle, der den Ball jetzt nach vorne bringen wird. So, Hani Mukhtar mit dem ersten Ballbesitz. Interessante Flugkurve. Ein bisschen mehr nach rechts und er hätte möglicherweise gepasst. So, das wäre dann ein Sensationstor geworden. Aber so leider nicht. Foster bringt den Ball nach vorne raus. Wir mit dem Ball nach vorne aber abseits. Den jetzt Lescott. Ein Eckspieler von uns mit dem Ball nach vorne. So, Jesse aber erstmal abgeblockt. Wollte es da wohl mit einem schönen Tor versuchen. So nach innen ziehen und dann einfach in den Winkel. Aber da war erstmal ein Spieler von uns dazwischen. So, gut geklärt hier gegen Cessenon. So, Martial hat den Ball. Mann, es funktioniert hier in der Barclays Premier League überhaupt nicht. In der Bundesliga würde es funktionieren. Dass man reinflankt und dann abschließt. Weil so sind beim VfB viele Tore von mir gelungen. So. So, 3 Minuten Nachspielzeit hier. Gibt natürlich Freistoß jetzt für West Bromwich Albion. Oder? Nee, es gibt Freistoß für uns. Dachte für einen Moment schon, er entscheidet sich hier. Für Freistoß. Und Abpfiff zur ersten Halbzeit 0:0 hier in der Partie gegen West Bromwich Albion.
an diesem Dienstag, den 31. März, am letzten Tag des Monats, sind ja mittlerweile wieder in der Sommerzeit angekommen, haben dadurch wieder eine Stunde mehr, wird erst eine Stunde später dunkel. Och Mann, das war gar nichts. Und das war es recht nichts. Ein Wurf jetzt für WBA. Ist natürlich ein wirkliches Geschenk. Und da folgt das nächste schon hinterher. Und jetzt gibt's die Ecke. Also ich mache hier anscheinend viel falsch gerade. So. Hoffen wir mal, dass die Ecke hier einfach nichts bringt. Weil ein Manko von mir sind ja die Standardsituationen, wenn welche gegen uns laufen. So, Jesse gewinnt das Duell, aber es gibt einen Wurf. Und jetzt der Wechsel hier bei WBA. Och Mann! Bin ich froh, dass er es nicht nutzen kann. So, jetzt fängt es im Spiel selbst an zu lecken und ich weiß nicht warum. Weil immer wenn es irgendwie leckt, habe ich das Gefühl, dass dann irgendwas Komisches passieren wird. So, mal gucken, wir werden Selke reinbringen in seinem ersten Spiel für uns. Kommt rein für Jelavic. Und es gibt den Einwurf und der Wechsel kommt zustande. Also, Jelavic geht und der Ex-Bremer Davy Selke kommt. Möglicherweise folgt noch zu den ganzen Stürmern Priel Embolo im Tausch für Viktor Fischer. So, der Ball ist jetzt erstmal im Aus, wieder Einwurf jetzt hier für den Gegner, die wechseln. So. 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 Och Mann, Hesse, es geht doch auch besser, Mann. So, Geis. Nach vorne, aber der Ball hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. So, wir sehen ihn, Saido Berachino. Den Engländer mit Schweizer Wurzeln. Einer der Shooting Stars in England. Im Augenblick. Und wir laufen hier wieder mal in die Nachspielzeit. 0:0.
würden wieder nur einen Punkt holen. Jetzt der letzte Wechsel bei BBA. Gottes Willen hat der jetzt gerade zum Glück verschossen. Und das Spiel ist vorbei. Zweites torloses Unentschieden in Folge. Müssen leider jetzt damit leben. Sehen Sie hier 3 zu 2 Schüsse, 38 zu 62 Prozent Ballbesitz. Jackie Elka mit einer 7-0, heute Spieler des Tages. Selke mit einer 5-9, Martial 5-3. Jabo, Barclay mussten leider verletzt raus. Und Jelavic mit einer 6-3. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Schauen jetzt einfach mal und hoffen halt, dass unsere Spieler hier nicht arg schlimm verletzt sind. Haben geschlagene 9 Nachrichten. So, 9 Tage ist er jetzt verletzt. Spieler Jungbin Park führt Gespräche hier mit dem KSC. Führt auch Gespräche mit Blackpool und auch mit Leeds United. Sampdoria möchte nicht zahlen. Neues Angebot für Luke Garbett, eine Kurzleihe. Okay, könnt ihr gerne machen. Brighton and Hove Albion. Und dann ist er weg. Da bedankt sich Jelavic bei uns. Spieler verliehen. Aktuelles aus Frankreich. Raci. Haben sie noch. Ryu. Kontaktieren nicht möglich, wenn Team komplett. Wie heißt es? Wir haben jetzt schon 41 Spieler, oder wie? So, das wäre jetzt natürlich dickes Holz. Wenn wir da keinen kontaktieren können, nur weil wir jetzt ein Überangebot haben. So, und da ist das Rückholspiel hier. Das Nachholspiel im Pokal. Grealish und Ulreich Angebote. Wir können dem leider nicht zustimmen. Mir gefällt es hier und ich möchte eigentlich nicht weg. Na, dann gehen wir hier halt auf 200.000 hoch. Essentieller Stammspieler und dann nochmal. Und die Transferangebote. 18 Millionen für Seamus Coleman. Machen wir mal aus 18,30. Dann schauen wir mal. So, Leeds United 500.000, 550 ist er wert, eine Million vielleicht. So, für Sven Ulreich, mach mal aber hier 30 Millionen. Hat die wenigsten Tore in der Liga kassiert, also schon sehr begehrlicher Mann. So, haben noch 4 Nachrichten. Jungbin Park hat akzeptiert. Klasse, da haben wir jetzt wieder einen neuen. Serge Gnabry kann wieder spielen. Napoli, die gehen jetzt auf 23 Millionen. Wie gesagt, 30 Millionen und dann ist er weg. Wenn schon, denn schon. Und Jungbin Park können wir jetzt unter Vertrag nehmen. Mit diesen Änderungen würdest du die maximale Kadergröße überschreiten. Bitte respektiere die maximale Größe. Muss ich jetzt gerade wirklich mal gucken. Vielleicht müssen wir doch einige rausschmeißen noch. Ach, wir haben 41 Leute. Natürlich mit den ganzen Leihspielern. So, müssen wir doch einige versuchen rauszuschmeißen noch, wenn es überhaupt geht. Laie auflösen, Vertragsauflösung. So, mal gucken, kriegen wir noch ein paar weg hier. Grunt zurück und auch Mist, geht es gar nicht. Schon zu viele Spieler freigegeben. Aber ich will den holen. Ist doch einfach eine Katastrophe jetzt. Jetzt haben wir ein Überangebot an zu vielen Spielern. Was auch nicht gut ist.
Das ist jetzt wirklich die Frage, was wir tun. Rückkehr ausgeliehener Spieler, das wissen wir. Aber ihn müssten wir jetzt aufnehmen können. Genau so ist es. Jungbin Park ist da. Dafür ist der gute andere weg. So, Barclay werden wir ersetzen durch Fred und Jabo. Da wird dann der gute Geist seine Chance kriegen. Oder Barry. Würde man sagen, Barry kann es auch machen. So, der Park hat eine 62. Das ist nicht gerade überwert. Ist nicht gerade ein Topwert, aber was tut man nicht alles für seine Abonnenten? Von daher ist er jetzt erstmal da. Lukaku neben Martial heute mal. Und dann können wir mit der Mannschaft reingehen. Gnabry könnte theoretisch wieder und dann darf er auch für Lennon. Dann würde ich doch mal sagen, schließen wir die Folge hier für heute. Wünsche euch einen schönen Dienstag und dann hören wir uns morgen mit der Partie dann gegen Burnley. So, Transferangebot für Hani Mukhtar. Leeds United geht hier hoch auf 600.000. Würde man sagen, wir haben ihn ja ablösefrei gekriegt. 1 Million von Leeds ist schon in Ordnung. Ist ja ein Traditionsverein, Leeds United. FC Barcelona. Möchte Hani Mukhtar. Ist das euer Ernst? 10 Millionen. 10 Millionen. So, wie gesagt, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinxmido und Servus.